Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Apple Cases. Gerade hatte ich euch in einem Unboxing das neue Apple TV vorgestellt und jetzt direkt im Anschluss das nächste Video. Ich hatte es ja gerade schon ganz kurz erwähnt. Ich habe heute Luftpost bekommen von der Firma Proporter. Die haben mir netterweise zu Review-Zwecken ein Case für das neue iPad zur Verfügung gestellt. Das ist zwar ein Case, was letztlich auch für das iPad 2 ist, aber es ist getestet worden von der Firma. Es ist eben auch zu benutzen für das neue iPad. Und das werde ich euch jetzt ganz einfach mal vorstellen hier im Unboxing. Ihr seht hier das neue iPad mit seinem wunderbaren Retina-Display. Ihr seht auch, dass das Ganze hier per Luftpost gekommen ist, bei Airmail, ist heute gekommen. Wäre auch vielleicht schon ein bisschen eher da gewesen, war aber zunächst nicht lieferbar. Ich hatte mir das ausgesucht auf der Homepage von Proporter. Aber genau das, was ich mir eben ausgesucht hatte, war nicht lieferbar. Dann habe ich ein paar Tage gewartet und jetzt ist es aber zum Glück da. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt mal hier gemeinsam auf. Ich würde sagen, ich reiße hier einfach mal diesen Aufkleber ab. Das müsste ja eigentlich relativ schnell funktionieren. Ja, und da hat die Verpackung auch schon verloren. So, na, noch nicht ganz. So, aber jetzt haben wir das Ganze hier und holen es dann auch mal einfach hier raus. Und wie ihr seht, ist nicht nur das Case dabei, sondern auch, ja, sehr schön zur Entspannung, eine Packung Yorkshire Tea. Das ist, glaube ich, immer bei Proporter mit dabei. Legen wir mal zur Seite, den werden wir mal probieren. Ja, und hier seht ihr dann, um was es sich handelt. Es handelt sich nämlich um ein ganz besonderes Case, was nämlich aus zwei Materialien besteht. Nämlich das Aluminium Leather Case for Apple iPad. Ihr seht das hier, das ist ursprünglich designt worden für das iPad 2. Ist auch ein sehr, sehr hochwertiges Case. Ihr könnt hier auch erkennen, es ist von der Firma Proporter, bei der ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Denn die haben das Ganze ja hier für Review-Zwecke zur Verfügung gestellt, was ich wirklich sehr, sehr nett finde. Und was mich natürlich in die Lage versetzt, das Ganze jetzt hier für euch mal aufzupacken und dann auch mal zu testen. Ja, holen wir das Ganze mal hier raus. Ihr seht, das ist hier nochmal in so einer Folie drin gewesen und hier dann die eigentliche Verpackung. Und hier kann man dann entsprechend auch nochmal die Internetseite erkennen von dem Lieferanten. See more of us at proporter.com. Schaut euch die Seite einfach mal an. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Seite. Dort bekommt ihr wirklich sehr, sehr viele Produkte. Nicht nur für euer iPad, sondern auch Hüllen für euer iPhone, für euer iPod Touch und solche Geschichten. Also Proporter ist da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und die haben aus meiner Sicht wirklich sehr interessante Produkte und vor allen Dingen auch ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, und dieses spezielle Case werden wir jetzt mal hier aus der Hülle befreien. Und das geht relativ einfach. Ihr seht das, man kann das hier einfach so rausziehen. Ja, und da haben wir es dann auch schon. Das Ganze ist so ein bisschen gemacht in diesem Buchstil. Da hatte ich euch ja auch schon mal ein anderes Case von Casemate war das, glaube ich, vorgestellt. Und das Ganze macht von den Materialien wirklich auf den ersten Blick einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Das ist ja ein recht hochwertiges Leder. Und man sieht auch hier schon an den Nähten, wie akkurat das wirklich auch verarbeitet ist, wie perfekt die Nähte hier gearbeitet sind. Und das ist ja immer schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Hier habt ihr dann einen Knopf auf der Rückseite, beziehungsweise es ist gar kein Knopf, sondern ein Magnetschalter. Sah zunächst aus wie ein Knopf, aber man hört es hier. Hört ihr das? Das klickt so ran, da ist ein kleiner Magnet eingearbeitet. Dann habt ihr hier auf dieser Seite eine kleine runde Öffnung für diese wunderbare neue Kamera von dem neuen iPad, die ja eine 5-Megapixel-Auflösung hat und die insgesamt ja von der Architektur auch dem iPhone 4S angeglichen worden ist. Und die macht wirklich super Bilder und auch super Videos in 1080p. Da werde ich euch nochmal gesonderte Videos zu zeigen. Und man kann hier auch an diesen Poren von dem Leder erkennen, wie hochwertig letztlich hier die verarbeiteten Materialien bzw. das verarbeitete Leder ist. Auch hier an so einer Geschichte, dass hier drei Nähte eingearbeitet worden sind. Das Ganze zeigt, wie aufwendig das verarbeitet worden ist. Und es ist natürlich auch nicht ganz billig. Also wenn ich mich recht erinnere, dann kostet diese Hülle hier so circa 80 Euro. Aber Qualität hat natürlich auch seinen Preis. Hier habt ihr übrigens dann das typische Proporter-Zeichen, was hier nochmal eingearbeitet worden ist. Was ich persönlich auch ganz nett finde, wenn sowas dabei ist. Das zeigt für mich immer die Liebe zum Detail. Ja, machen wir das Ganze mal auf.
Und dann schauen wir uns mal hier im Inneren an, wie es hier aufgebaut ist. Übrigens, diese innere Seite ist so aus einem weichen Stoff gearbeitet. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann könnt ihr diese innere Seite auch in verschiedenen Farben bekommen. Dann habt ihr hier nochmal, ja, so ein, ich würde mal sagen, so eine Art, ja, Lederaufsatz nochmal. Der, denke ich mal, dafür sorgen soll, dass euer Display letztlich auch geschützt wird und nicht direkt hier auf dem Stoff aufliegt. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne, weiche Lederapplikation, die hier nochmal eingearbeitet worden ist. Auch hier wieder diese wunderbaren, akkuraten Nähte, die hier drum sind. Auch da kann man wieder die gute Qualität von dem Case erkennen. Dann kann man es hier nochmal so aufklappen, wobei das, denke ich mal, ja dann so gedacht sein dürfte, dass man das iPad hier von oben reinschiebt. Und das werden wir jetzt auch mal tun, damit ihr auch mal seht, wie das Ganze dann im installierten Zustand aussieht. Also ihr schiebt das Ganze hier einfach oben rein. So. Dann schiebt ihr es hier runter und schon sitzt das iPad wunderbar. Und dann habt ihr hier noch so eine kleine Klappe. Ich denke mal, die kann man so umklappen. Und dann kann man das iPad nämlich hier oben, das könnt ihr jetzt natürlich im Bild nicht sehen, ich mache das mal ein wenig tiefer, könnt ihr dann diese Klappe hier so drunter schieben, denke ich mal. Genau, so ist das gedacht. Ja, und dann habt ihr wunderbar hier dieses iPad drin und ihr seht, dass das alles wunderbar klappt. Hier habt ihr den Home-Button frei, ihr könnt das hier wunderbar entsperren und ihr seht, hier oben die FaceTime-Kamera ist auch frei. Ihr könnt also Videotelefonate führen, ihr könnt Skype-Gespräche über Video führen, alles kein Thema. Das iPad kann hier im Case drin bleiben und ihr seht auch, dass hier diese Anschlüsse an der Seite wunderbar frei sind, also dieser Schalter, um das Ganze hier in den Modus zu setzen, wo der Bildschirm sich zum Beispiel nicht dreht, das ist frei. Dann habt ihr hier den Laut- und den Leise-Regler frei. Und ihr habt hier oben dann auch, das kann man auch erkennen, den Sleep-Awake-Button frei. Also alles ist wunderbar zu bedienen. Und ihr könnt auch, wenn das Case drauf ist, euren 3,5 mm Klinkenstecker benutzen vom Kopfhörer. Auch das funktioniert wunderbar. Dann habt ihr hier oben noch, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, so ein kleines Loch. Ich denke mal, das könnte vielleicht für ein Mikrofon sein oder vielleicht für einen Lichtsensor, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Auf alle Fälle macht das Ganze wirklich einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Hier unten der 30-Pin-Connector ist natürlich auch frei. Hier ist so ein kleiner Einschub für den Lautsprecher. Und hier könnt ihr dann nochmal so eine kleine Halterung erkennen, damit das iPad letztlich auch an der richtigen Stelle bleibt. Ja, also auf den ersten Blick bin ich wirklich sehr, sehr begeistert von diesem Case. Und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits, weil hier halt verschiedene Materialien zur Anwendung kommen. Andererseits, weil das Leder wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Und leider kann man das ja jetzt hier im Video nicht riechen, aber das riecht wirklich wie tolles, feines Leder. Der ganze Raum ist hier von diesem Lederduft erfüllt und die Nähte sind aus meiner Sicht sehr, sehr hochwertig. Ich freue mich jetzt schon, dieses Case für euch zu testen. Wie gesagt, das ist nicht ganz billig. Schaut es euch einfach mal auf der Homepage von Proporter an. Dort gibt es auch noch viele weitere Cases. Und ich bin aber der Meinung, wenn man so ein teures iPad kauft, dann sollte man sich auch eine entsprechend gute Hülle dazu kaufen, denn man möchte ja letztlich auch nicht, dass dem iPad etwas passiert. Und so eine Buchhülle in so einem Buchstil ist natürlich eine wunderbare Geschichte, um das Ganze dann auch mal mit zur Arbeit zu nehmen, um es vielleicht in die Tasche zu stecken, um auch mal vielleicht im Zug dann ein paar Videos zu gucken oder was auch immer, Musik zu hören. Denn da kann es ja doch schon mal passieren, dass das iPad angerempelt wird oder was auch immer damit passieren kann. Und dann ist es natürlich hier in so einer Lederhülle wunderbar geschützt. Ja, Freunde, es wird zu diesem Case natürlich oder zu dieser Hülle ein Review-Video geben. Das wird circa 14 Tage dauern. Dann wird das kommen. Dann werde ich euch meine Erfahrungen nach der Benutzung damit das Ganze euch vorstellen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch bei diesem Video wieder dabei wärt. Ich werde euch auch das Apple TV noch etwas genauer vorstellen. All diese Videos werden kommen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Ich sage wie immer, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise...